In Belo Horizonte, Brasilien, hat ein Arzt offenbar ein Baby bei der Geburt getötet. Das berichten mehrere brasilianische Medien unter Berufung auf die Polizei und die Anwältin des verstorbenen Kindes. Der Arzt, welcher am Universitätsklinikum Minas Gerais angestellt ist, habe dem Säugling bei der Geburt den Kopf abgerissen. Die Mutter des verstorbenen Kindes wurde in der 28. Schwangerschaftswoche mit schweren Komplikationen eingeliefert. Demnach schlugen die behandelnden Ärzte der werdenden Mutter vor, die Wehen vorzeitig einzuleiten, berichtete die Zeitung Estado de Minas. In der Nacht zum 1. Mai sollte das Baby durch einen Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden, jedoch missglückte dieses Vorhaben. Der Arzt stieg auf den Bauch der Mutter und bat sie zu pressen, während er selbst das Kind herausziehen wollte. Dabei riss er den Kopf des Kindes vom Körper. Die zuständige Polizei ermittelt nun, ob es sich bei der Tat um einen medizinischen Fehler oder Fahrlässigkeit handelte.